Willkommen zu einem neuen Video und danke, dass du eingeschalten hast. Ja, wenn du dieses Video siehst, ist das Jahr 2018 schon so gut wie vorbei. Es war ein echt krasses Jahr, nicht nur für mich privat, sondern auch was mein Social Media Kanal, Kanäle, was Social Media technisch alles passiert ist, das ist einfach echt krass gewesen. Ich würde gerne dieses Video nutzen, um einmal ein bisschen Danke zu sagen und einmal zusammenzufassen, was wir denn alles zusammen erlebt haben und was sich denn verändern wird im nächsten Jahr. So, ich würde mal sagen, ich quassel gar nicht lang rum. Es soll ja keine Rede werden, sondern einfach ein Video. Und zwar, ich habe ja schon angekündigt, in einem Stream und auch in einem Gewinnspiel, dass nächstes Jahr extrem viele Spiele rauskommen, die wir uns natürlich gemeinsam angucken werden. Und ich deswegen sehr viel Material rausballere gerade. Da könnt ihr auf jeden Fall euch freuen auf eine Menge krasse Projekte. Nicht nur alleine, es kommen viele Koop-Games raus, wo Nantomo und ich zusammen die Welt unsicher machen werden. Und ich bin einfach so gespannt, weil es ist einfach so geil. Nächstes Jahr wird unser Jahr. Wir haben dieses Jahr schon echt viel geschafft und dafür wollte ich einfach mal kurz Danke sagen. Wir sind nämlich auf meinem YouTube-Account über 30 Abonnenten und mein Twitch-Account läuft aktuell auch mega gut. Ich bin da schon auf 20, 25 Follower hoch. Ich streame mittlerweile fast jeden, also den dritten Tag streame ich wahrscheinlich. Es kommt immer darauf an, wie ich Zeit habe, aber ich versuche meistens so jeden dritten Tag zu streamen. Und ich habe echt korrekte Leute dadurch getroffen, die aktuell einschalten, die immer am Start sind, die mein Chat managen, die irgendwas melden, wenn es mit dem Server Probleme gibt. Das ist auch noch eine Sache. Dieses Jahr haben wir das Community-Projekt Minecraft, unsere Welt, gestartet. Und ich bin echt nochmal dankbar, dass es gut klappt. Ich muss sagen, also es klappt echt mega gut. Wir haben echt korrekte Leute auf dem Server aktuell. Also erstmal Props raus an alle, die gerade auf dem Server sind. Wir hatten natürlich den einen oder anderen Fall, wo denn Komplikationen aufgetreten sind. Näher möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe das auch schon in einem Stream abgeklappert. Aber ansonsten klappt das mit dem Server echt gut klar. Mittlerweile ist so eine Ruhepause. Mittlerweile ist halt einfach nicht die Lust auf Minecraft. Also nicht von meiner Seite aus. Ich streame das immer noch zwischendurch. Aber halt die Leute, die auf dem Server mitmachen, die sind halt aktuell nicht so aktiv. Finde ich ein bisschen schade. Aber die werden natürlich nicht gezwungen, das zu spielen. Und man sollte ja auch immer noch das spielen, worauf man Lust hat. Und ich finde, das sollten wir auch alle uns als Vorbild nehmen und uns irgendwie nicht irgendein Spiel aufzwingen und aufnehmen, nur weil es neu ist. Also so einer bin ich auch nicht. Deswegen werde ich auch nicht alle Spiele sehen, die neu rauskommen, sondern nur die, die mich persönlich ansprechen. Ja, also nochmal zu Twitch. Ich bin da sehr aktiv. Ihr könnt mir gerne folgen. Die Links werdet ihr in der Infobeschreibung finden. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir da auch folgt. Meistens streame ich Freitag. Zwischendurch in der Woche, meistens abends, weil ich halt tagsüber arbeiten bin. Das ist halt auch so krass. 2018 habe ich meine Ausbildung angefangen und seitdem hat sich auch eine Menge getan. Nicht nur zeitlich, klar. Zeitlich habe ich natürlich auch viel weniger Zeit und versuche trotzdem nebenbei noch YouTube zu machen und nebenbei noch gleichzeitig mich grafisch weiterzuentwickeln, was Media, Digitalprint angeht. Aber man kann ja nicht alles machen. Ich versuche trotzdem alles unter einen Hut zu kriegen und wenn mal ein Video nicht kommt oder ein Stream mal ausfällt, dann hoffe ich, habt ihr dafür Verständnis. Weil ja, die Arbeit nimmt einen schon echt das Leben weg. So kann man das eigentlich sagen. Ohne Geld hätte ich aber auch nicht das, was ich jetzt habe. Ich habe echt viel Geld in gutes Equipment investiert, muss ich sagen. Für viele unnötig, weil man braucht es nicht unbedingt, was ich hier habe, sondern das ist schon Schnickschnack, würde ich sagen. Aber da ich mich technisch ja auch dafür interessiere und das natürlich auch mache, um meine Videoqualität zu verbessern, um mich zu verbessern, denke ich mal, ist das eine gute Investition gewesen. Vor allem, man sollte ja immer an sich arbeiten, oder nicht? Und das habe ich auch 2019 mit meinem Kanal vor. Ich werde ja viel verändern. Ich werde versuchen, mehr Qualität, einen richtigen Upload-Plan zu machen, wann was kommt. Ich werde neue Banner haben. Ich werde ein neues Kanal-Design haben. Ich werde auf Twitch viel, viel mehr streamen. Ich werde mehr Community-Projekte starten, sowas wie Minecraft zum Beispiel, weil das einfach echt, das macht echt Spaß mit der Community, zwischendurch kann man quatschen, ich habe natürlich einen Discord-Server, könnt ihr natürlich vorbeischauen, zwischendurch
Habe ich auch vor, also wenn ich jetzt mehr Follower kriege, dass ich auch mal unten bin in den Räumen und dann könnt ihr im Stream mit mir quatschen, Fragen stellen, mit mir zocken, was ihr wollt. Das wird, glaube ich, ganz lustig, einfach, dass wir uns als Community ein bisschen mehr zusammenschließen und nicht einfach, ihr seht mich über dem Bildschirm und das war's. Ich würde da schon gerne eine Bindung zu euch aufbauen und deswegen hoffe ich halt, dass 2019 mein Kanal wachsen wird und auch mein Twitch-Kanal wachsen wird und mein Instagram. Mein Gewinnspiel ist ja leider nicht so gut ausgefallen. Gut, Fallout 76 habe ich mich auch nicht schlau gemacht. Es hat eine große negative Bewertung. Ich kann schon verstehen, dass es keiner gewinnen wollte. Vielleicht war das mit dem Zeichen auch einfach zu hoch, dass sich noch keiner die Mühe gemacht hat, das für dieses Spiel aufzubringen. Gut, kann ich verstehen. Ich bitte um Rücksprache, wie auch immer, Feedback. In den Kommentaren, am besten unter dieses Video, wie ich dann nächstes Mal das Gewinnspiel machen soll. Ich möchte das halt nicht so langweilig machen mit teilt das und like das und dann habt ihr die Chance zu gewinnen. Klar, so vergrößert man seine Reichweite, aber irgendwie möchte ich auch was Eigenes machen und nicht so Mainstream mit der Masse mitlaufen. Deswegen würde ich das schon irgendwie anders machen. Falls ihr Ideen habt oder Verbesserungsvorschläge, gern in die Kommentare. Ja, dann wollte ich noch einmal kurz Stellung nehmen zu allen Freunden, die ich gefunden habe, aka Kitty. Wir haben TJ7, der in meinem Stream sehr aktiv ist. Die Kitty ist sowieso am aktivsten. Auch großes Dank an Panda, du bist echt ein korrekter Typ. Das mit Minecraft war halt nicht so korrekt, aber wir sind nicht perfekt, wir machen alle Fehler und es war jetzt auch kein großes Ding, du bist jetzt nirgends geblockt oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob du das siehst, aber ich fand's halt scheiße und deswegen haben wir dich halt erstmal aus dem Projekt ausgeschlossen. Aber du bist trotzdem eine echt korrekte Person und ich möchte auch Danke sagen, dass ich euch alle kennenlernen durfte, dass ihr alle, ja, quasi ein kleiner Teil meines Kanals, meiner Familie geworden seid. Aber ein richtiges Danke, also ein wirkliches, richtig krasses Danke, geht raus an meine Real-Life-Freunde aus meinem Clan, dem Nukes-Clan, den es schon seit echt 4 Jahren gibt und wir haben echt viel Scheiße durchgemacht, der Jens und ich. Wir sehen uns zwar nur einmal im Jahr, dieses Jahr tatsächlich schon 3-mal, da war ich echt froh, aber wir sehen uns halt echt wenig, weil man nicht dicht zusammen wohnt und dann schätzt man die Zeit zusammen mehr. Ich find's cool, dass ich mit dir so viel Scheiße machen kann. Ich hoffe, du kriegst nächstes Jahr auch deinen Durchbruch und dass nächstes Jahr auf jeden Fall unser Jahr wird. Klar, wir suchen noch Member, also falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne mich über Discord anschreiben. Den Link findet ihr ja in der Infobox und da könnt ihr euch dann bei mir bewerben. Ich schicke euch dann so ein kleines Formular, was ihr dann ausfüllen müsst oder ladet euch zum Gespräch ein. Das kommt ganz drauf an, wie nachdem ihr Zeit habt. Und dann könntet ihr auch unserem Clan beitreten. Also ihr könntet auch ein Teil unserer Familie werden. Wir versuchen auch zur Gamescom zu kommen nächstes Jahr. Die Frage ist halt nur, ne, wir wohnen nicht um die Ecke wegen Fahrtkosten und dies, das. Viele von uns haben noch keinen Führerschein. Aber wenn ich es zur Gamescom schaffe, dann könnt ihr mich da auf jeden Fall treffen, das würde ich auch ganz korrekt finden. Ja, das neue Jahr 2019 startet, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich kurz vorm Jahresbeginn, also kurz vor 2019 und ich hoffe echt, es wird ein richtig geiles Jahr für euch. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Jahr echt viel bieten und dass ihr gut unterhalten wart mit dem, was ich veröffentlicht habe. Ja, nächstes Jahr wird, glaube ich, einfach, das wird unser Jahr. Das wird das Let's Play Santuyah und ich wünsche, dass ihr alle immer noch dabei seid, dass ihr gesund bleibt, dass ihr mich weiter so supportet, weil so macht YouTube-Twitch echt mega Spaß, weil ich wäre nichts ohne euch und als Gegenleistung unterhalte ich euch natürlich, also ich finde das echt schon schön, dass wir so eine Community geworden sind und ich nehme das nicht für selbstverständlich. Ich habe erst 30 Abonnenten, etwas über 30, aber ihr müsst euch mal vorstellen, das sind 30 Leute, die vor euch stehen, quasi, und das ist viel, 30 Leute ist echt viel, und dafür einfach nochmal ein dickes Danke. Ich hoffe echt, dass das Jahr gut zu euch ist, und ja, dass ihr das Jahr gut übersteht, dass ihr Glück habt, keine Ahnung, vielleicht findet ihr die große Liebe. Ich weiß nicht, ob ich sie schon gefunden habe. Oh, Freundin schlägt mich, ja, scheißegal. Ich wünsche euch auf jeden Fall, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, mein Kanal wird noch ein bisschen größer, damit wir einfach noch mehr zusammen machen können, noch mehr Möglichkeiten haben. Und damit das natürlich nicht nur Gerede ist, habe ich die besten Momente aus dem Jahr 2018
zusammengeschnitten. Es sind nicht veröffentlichte Szenen, es sind Szenen, die ihr bereits kennt. Ich hoffe, es gefällt euch und ich würde sagen, Film ab. Bis dann. So. Du bist klein. Das fliegt gleich wieder mit Mopsgeschwindigkeit weg, pass auf. Du bist groß. Keine Luke, ne? Kannst nicht einfach rein. Bitte mops dich weg. Ja, jetzt. Oh. Nein. Ziehst halt mit deinem gesamten Outfit mehr Stromkosten als mein kompletter Gaming-PC. Hier kommen wir noch gar nicht lang, oder was? Oh, Sequenz. Ja, ja. Isaac, Sie haben es geschafft. Er sieht genauso aus wie der Typ, der gestorben ist. Ich wusste, dass Sie es bekommen. Gut, dass Sie es geschafft haben, Isaac. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt. Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Weißt du, einfach alle pissen sich gegenseitig gerade ans Bein, Alter. Weißt du, sie pisst ihm ans Bein, er pisst dir ans Bein, ich piss der Braun ans Bein. Und das mir eben. Ja. Weil es dein Chef ist und ich nur ein Random, Alter. Ich sag's dir, Alter, ich piss einfach allen ans Bein, Alter, und du genauso. Aber merkt euch, echte Männer klären ihre Probleme nicht mit Schlägereien oder so, sondern einfach mit Armdrücken. Egal was passiert ist. Diese Graf, wie früher gedacht, Digga, das sieht aus wie realistisch. Und heute, ey, wie wohl ich wieder guck. Ja, war geil, Alter. Achso. Ich komme. Oh, hier ist ein Stunt, ne? Du kannst hier rüberspringen, oder? Ja. Jetzt guck, Alter. War auf, ist auf jeden Fall eine gute Runde. Ich fahr die ganze Zeit ins Wasser. Gut, ich brauch ein bisschen Geld. Und ich spawn immer wieder mit dem gleichen Speed. Und bei was? Lädst mich nochmal ein? Kann ich. Oh Mann. Aufstellung. In Kreiland. Warte, ich komm kurz rüber geflogen.
Ich hab keinen Bock mehr, Jungs. Ich hab keinen Bock mehr. Die spielen immer noch schon Jack Carver. Digge Diegel. Oh, die Sounds. Ich bin fast tot durch eine Pepsi, die auf mir raufgefallen ist. Und ich entschuldige, ich cutte das ein bisschen. Also falls es ein bisschen versetzt ist, mir fallen gerade Begriffe. Die muss ich einfach rausschneiden. So, Entschuldigung. Geht auf jeden Fall jetzt los hier. Guck mal, hier so richtig mit hängendes Gras. Hey Bruder, was geht? Immer runter dämmen, oder? Das ist wie ein Pablo. Er haut raus! Oh Mann! Ich muss versuchen, von ihr wegzukommen. Okay. Sie wussten früher schon Bescheid. Kann man crouchen? Nee, natürlich nicht. Und ich mach aus! Ich mach aus! Ich verpiss mich! Nee, Was war das? Ach, ich war auf. Nee, ich mach nur Killer. Ich mach was Killer. War das? Du warst ein fucking Dinosaurier oder so weiter. So irre. Wie, was war das? Ich stehe, versuch mal zu crouchen, dann geh ich zur Tür, aber dann geht die auf halt von hier. So, wir machen es nochmal jetzt. Hä? Aber du, wie bist du denn angekommen, Alter? Da war ich halt noch gar nicht.